Und wir bleiben musikalisch mit Maria Magdalena. Da wurde sie Mitte der 80er Jahre über Nacht zum Popstar. In 21 Ländern schoss der Titel auf Platz 1 der Singlecharts. Und es sollten noch weitere internationale Top-Hits folgen. Für Sandra Anlauer aus Saarbrücken, besser bekannt als Sandra, begann ein kometenhafter Aufstieg im Pop-Business. Mit 25 Jahren heiratete sie Erfolgsproduzenten Michael Cretu, zog mit ihm nach Ibiza und brachte die Zwillinge Nikita und Sebastian zur Welt. Von da an wurde es zunehmend ruhig um die Sängerin. Doch jetzt meldet sie sich mit einem neuen Album zurück und wir haben sie auf Ibiza getroffen. Schmuddelwetter mit strömendem Regen bei 6 Grad Celsius. Die spanische Sonneninsel zeigt sich von ihrer rauen Seite. Grund genug für Sandra, auf einen Spaziergang am Strand zu verzichten. Tja, da es auch auf Ibiza regnet, wie man sieht, das passiert auch hier. So ist es halt, es ist Winter. Zumindest hat sie bei dem schlechten Wetter Zeit genug, Fotos für das Cover ihrer neuen CD zu sichten. Fast 20 Jahre lebt Sandra jetzt schon auf der Insel. Von Heimweh nach Deutschland keine Spur. Das kann man schon so sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich diese Insel je verlasse, jetzt auch nach 20 Jahren. Langweilig wird es nur, wenn man hier nicht arbeitet, wenn man hier nur Urlaub macht. Aber wenn man hier arbeiten, also die Arbeit verbinden kann und morgens aufwacht, ist eigentlich immer schönes Wetter, außer heute. Also kann ich mir das einfach nicht vorstellen, wieder nach Deutschland zu gehen. Maria Magdalena, hier in einer Techno-Version von 1993, war Mitte der 80er Jahre der Disco-Knaller und machte Sandra international berühmt. Für die neue CD hat Sandra ein Jahr lang vorwiegend nachts hart geackert. Tagsüber warteten dann ihre Mutterpflichten. Ich bin da richtig aufgeblüht, zum ersten Mal so richtig, weil es ganz anders ablief als vorher. Wie man das so gewohnt war, auch in einem anderen Studio zu arbeiten und mit neuen Produzenten zu arbeiten, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Also ein Jahr immer nachts gearbeitet, während die Kinder schliefen, tagsüber, während sie in der Schule waren, geschlafen. Dann ein normales Familienprogramm, bis abends die Kinder wieder im Bett waren und dann wieder direkt ins Studio. Ende der 70er Jahre feiert Sandra mit dem Mädchentrio Arabesque vor allem in Japan Riesenerfolge. Dort war die Band ebenso populär wie ABBA. In Japan veröffentlicht sie 13 Alben und 30 Singles, singt vor ausverkauften Häusern. Zurück in Deutschland kommt dann die Ernüchterung. Sandra muss quasi von vorn anfangen. Das habe ich 7 Jahre lang gemacht, aber es war die beste Schule für mich. Also so konnte ich meine Solo-Karriere starten mit riesigen Erfolgen im Background und aber auch Höhen und Tiefen, die ich miterlebt habe. Denn es ist schon ein Unterschied, wenn man vor 40.000 Menschen auftritt und dann kommt man nach Deutschland und man tritt in einer Diskothek auf vor 30 Leuten und 10 davon drehen dir den Rücken. Da lernt man ganz früh, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Und diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Seit Teenager-Zeiten steht Sandra auf der Bühne, lebt aus Koffern. Das ändert sich erst 1995. Ihre Zwillinge werden geboren. Fortan will Sandra nur noch Mutter sein. Ich habe mir immer Kinder gewünscht. Und als ich sie bekommen habe, 95, habe ich gesagt, ich kann nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Es geht um das eine oder das andere. Und habe dann wirklich auch die Nase voll gehabt, seit meinem 16. Lebensjahr bis zum 33. irgendwie zu sagen, jetzt lebe ich weiterhin aus dem Koffer, das geht nicht. Ich habe Zeugenschwester gelernt und ich wollte niemanden an meine Kinder ranlassen so schnell. Also habe ich das alles selber gemacht. Wenn die Zwillinge in der Schule sind, trifft Sandra ihre Freunde. Dann reden sie über alte Zeiten und neue Pläne. Schließlich ist ihr letzter Auftritt in Deutschland schon eine Weile her. Aber vielleicht ändert sich das ja mit ihrer neuen CD.